Heute möchte ich einmal auf eine in meinen Augen außerordentliche Geldverschwendung aufmerksam machen. Ich bin hier in der Nähe von Lotte und hinter mir seht ihr eine wunderschöne Brücke. Sie führt über diesen kleinen Bach und daneben ist noch dieser kleine Wirtschaftsweg. Und wo dieser hinführt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Aha, nur zu dieser kleinen Kläranlage. Nun ist ja bestimmt nicht davon auszugehen, dass hier täglich Tausende von Fahrzeugen diesen Zuweg nutzen. Höchstens mal ein LKW, der den Klärschlamm abholt. Und, okay, die Mitarbeiter. Dieser zugegeben etwas marode und in die Jahre gekommene Bahnübergang an diesem ehemaligen Haltepunkt soll durch ein weiteres Brückenbauwerk ersetzt werden. Das befindet sich bereits im Bau. Bedingt durch schlechte Bodenverhältnisse sind hier aufwendige Gründungsmaßnahmen wie zum Beispiel Bohrpfähle erforderlich. Und es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass diese teuren Angelegenheiten auch für die bereits errichtete Brücke erforderlich waren. Ich bin der Meinung, eine kleine Zufahrt zur Kläranlage wäre bestimmt wesentlich sinnvoller gewesen, anstelle dieser riesigen Brücke über den kleinen Wirtschaftsweg und über den Bach. Für den kleinen Bach hätte es sicherlich auch dieser Durchstich getan und als Alternative für die Zuwegung ein etwas größerer. Drum allzeit freie Bahn der Verschwendung.